Hey ja, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit mir, euren Doriax und natürlich dem MSV Duisburg. Alter, was war das denn? Luft verschluckt. Hey ja, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit mir, euren Doriax und natürlich, ja, dem MSV Duisburg. Und wir spielen heute gegen Paris Saint-Germain und gegen Werder Bremen. Und das werden, glaube ich, vor allem natürlich die Partie gegen PSG. Wird richtig schwer, aber natürlich auch richtig nice. Ich freue mich da auch mega drauf. Und erstmal, bevor wir jetzt hier wirklich anfangen, mache ich mal kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar, falls ihr Lust habt, zum Beispiel auf ein Lego Star Wars Let's Play, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch das mal angucken würdet. Ist eigentlich ganz interessant. Man könnte zwar meiner Meinung nach noch ein bisschen an den Ton fallen, aber das kann ich natürlich noch im Nachhinein machen, beziehungsweise werde ich noch machen. Falls ihr euch jetzt wundert, warum die erste Folge gerade nicht da ist, beziehungsweise vielleicht ist die erste sehr kurzem da. Ich muss den kleinen Re-Upload vollziehen, leider. Aber das ist auch eigentlich nicht so schlimm. Also wenn ihr wirklich mal Lust habt auf Lego Star Wars beziehungsweise vielleicht auch Minecraft, einfach mal vorbeischauen. Und das FAQ ist endlich gekommen. Und falls ihr dann wirklich noch Fragen habt, die ich im nächsten FAQ beantworten soll, das ging jetzt ein bisschen unter, da mir viele Spiele gepostet haben, die ich spielen soll. Also falls ihr Fragen habt, dann wirklich mal auf das FAQ nochmal klicken und dann unter dem, mit dem Hashtag Doreask mir irgendwelche Fragen stellen. Das könnt ihr jetzt aber meiner Meinung nach, also mir wäre es lieber, wenn ihr das unter dem FAQ tun würdet, aber ihr könnt es auch meinetwegen unter diesem Video machen. Also unter dem FIFA-Video jetzt, aber es wäre mir schon lieber unter dem FAQ-Video. Das wäre sehr cool. Und deswegen kommen wir jetzt auch erstmal zurück zu FIFA 16 mit dem MSV. Ich weiß, es gab jetzt länger keine Folge mehr. Es tut mir auch wieder schrecklich leid. Das soll sich auch wieder ändern. Ich bin derzeit noch vielleicht noch was bei FIFA am Plan. Ja, also ich habe da zumindest einen kleinen Plan. Die Frage ist natürlich, ob der so vollzogen wird. Aber dazu äußere ich mich jetzt gerade nicht. Das wäre jetzt ein bisschen, ja, neben der Spur, wäre jetzt nicht so wichtig. Und man merkt schon, ich rede wieder zu viel. Ich habe mal wieder ein MSV-Trikot angezogen. Yay. Und ja, wir spielen jetzt heute, wie gesagt, gegen Paris Saint-Germain. Und mit dabei, ja, diese Elf, ja, Cutler zum Sturm, sieht man leider in den Namen nicht. Gnabry, Doriak, Lecky, Leichner, Weigel, Klostermann, Rüdiger, Hoffmann, Schobesberger und Reda. Und auf der Bank befinden sich dann Platte, Mustafi, Younes, Kedira, Paslak, Meissner und Wiese. Bei Wiese, wie gesagt, ein bisschen schade, der hat ja wieder einen Punkt verloren, nachdem der den mal kurzzeitig gewonnen hat. Und ich wollte noch irgendwas ansprechen, was ich jetzt gerade leider vergessen habe, genau. In den letzten Tagen war ich viel unterwegs und dann habe ich mich gestern am Dienstag mit dem Amoxon getroffen. Und wir haben dann Lego Star Wars aufgenommen, deswegen kam ich dann gestern auch nicht wirklich dazu, FIFA aufzunehmen. Deswegen hat sich das dann alles noch ein bisschen verschoben, das tut mir auch unfassbar leid. Aber heute am Mittwoch ist es dann wieder super weit, dass endlich mal wieder FIFA 16 kommt. Ich freue mich da selber drauf, weil hey, FIFA 16 gibt Klicks. Ne, Quatsch. War jetzt ein Spaß. Ne, FIFA 16 gefällt mir deswegen so gut, weil es euch halt einfach mit am besten gefällt. Und das sieht man dann zum Beispiel an den Daumen nach oben, die ich dann zum Beispiel bei FIFA bekomme. Beziehungsweise sieht man es natürlich auch an den Klicks. Wäre gelogen, wenn es jetzt nicht so wäre. Weil da bin ich auch ganz offen gegenüber. Weil warum nicht? Und ja, FIFA 16 macht mir dadurch einfach noch mehr Spaß. Und deswegen sollten wir jetzt auch mal endlich ins Spiel gehen. Und falls ihr euch genauso freut wie ich, jetzt wird es wieder ekelhaft, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da. Ich freue mich über jegliche Art der Unterstützung. Heißt, einen Daumen nach oben zum Beispiel, also einen Daumen nach oben zum Beispiel, einen Kommentar zum Beispiel, denn wie ihr wisst, ich beantworte die Kommentare immer. Und natürlich könnt ihr dieses Video auch teilen, was sich auch mal ganz schön anhört, finde ich. Schneegestöber machen wir allerdings aus, da ich echt nicht der Fan vom Schneegestöber bin, weil ich es einfach scheiße finde, bin ich ganz ehrlich. Und Lauro Leopardi, ein Italiener, führt eine Partie zwischen einem deutschen und einem französischen Verein. Finde ich witzig. 20. Februar 2018, Anstoß 20 Uhr. Wir sind dabei und sehen uns im Stadion. Und jetzt sind wir hier in der Schauensland-Reisen-Arena und wir erwarten hier Paris Saint-Germain. Die Stars, wie wir gerade gesehen haben, wie Sergio Aguero, Thiago Silva, David Luiz, Kevin Trapp, Zlatan Ibrahimovic haben. Und das ist schon richtig krass. Also sind uns auf jeden Fall um einiges voraus. Ja, auf jeden Fall von der spielerischen Qualität her sollte das so sein. Allerdings ist es bei uns so, wir kommen bei uns über den Teamgeist. Wir haben, sage ich mal, die Mannschaft. Lecky hat eine herausragende Form. Also, ja, die Mannschaft, ja. Hört sich jetzt an wie die deutsche Nationalmannschaft. So ist es allerdings nicht gemeint. Nee, also wir haben ja wirklich, wir haben einen Teamgeist, der wirklich richtig stark ist. Und dadurch haben wir auch das erreicht, was wir bis jetzt erreicht haben. Und dort sind wir noch Lavezzi, Lucas, Verratti natürlich, Aguero. Wie gesagt, die haben halt einfach richtige Stars. Ich bin gerade gespannt, ob Ibrahimovic noch in der Startaufstellung steht. Da ich mir da gerade ein bisschen unsicher bin, da er ja auch hier schon ein bisschen älter ist und wahrscheinlich schon ein oder zwei Punkte verloren hat. Allerdings muss man da mal eben kurz nachschauen. Aurier, David Luiz, Kurzawa, Matuidi haben hier natürlich auch noch Pastor.
Ist ein geiles Mittelfeld. Ibrahimovic habe ich nicht gesehen. Das stimmt wohl nicht. Der ist gar nicht mehr da. Ah, der ist noch da. Und natürlich haben sie auch noch die Maria. Natürlich. Ist ja nichts. Scheiß die Wand an. Das ist krass. Das ist echt krass. Ich muss mal kurz was am Türchen regeln. Weil ich Angst habe, dass ich zu leicht übersteuere zum Beispiel. Also falls ich jetzt ein bisschen leiser geworden bin, gut, dann ist das halt so. Ich muss halt mal aufpassen, dass ich nicht übersteuere. Und da Thiago Silva, den David Luiz. Und dann würde ich auch mal sagen, fangen wir endlich an. Und ich freue mich auf die Partie und ich hoffe, die ist relativ spannend. Komm schon, Lecky. Oh, Glanzparade von Trapp. Aber in der 30. Minute gab es, glaube ich, von beiden Mannschaften den ersten Torschuss. Das ist krass, die Partie ist echt nicht schlecht. Die ist auch sehr schnell, allerdings kaum. Es kommt kaum zu irgendwelchen Torabschlüssen. Das war jetzt halt der erste, wirklich. Komm schon, aha, nächster Abschluss. Schade. Ja, wir sind in der Halbzeit. Es steht noch 0-0. Es gab jetzt zwei ganz gute Abschlüsse von uns, von Paris Saint-Germain. Gab es noch nicht so wirklich einen Abschluss. Die wurden aber auch immer, also die wurden am Ende der ersten Halbzeit, waren die irgendwie nicht mehr so stark. Da haben wir so ein bisschen, ja, da waren wir irgendwie besser. Und hier geht es gerade darum, glaube ich, wer unser Gegner werden. Und da steht es gerade 1-1 zwischen Bayern und Manchester City. Und was ich noch kurz sagen wollte, es gibt ja ein Hin- und Rückspiel. Wir müssen aufpassen, dass wir eigentlich kein Gegentor bekommen. Denn ich möchte auf jeden Fall kein Gegentor bekommen. Das wäre mir sehr wichtig. Allerdings wird das gegen PSG nicht so leicht, glaube ich. Aber wir werden natürlich unser Bestes geben. Bis jetzt haben wir es, also eine Halbzeit haben wir es ja schon komplett hinbekommen. Allerdings wird es, glaube ich, echt, ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt mehr Druck machen werden. Vor allem, weil wir immer gefährlicher wurden am Ende der ersten Halbzeit. Muss man auf jeden Fall mal schauen. Ich bin mega gespannt. Ah, sehr schön. Wir wechseln im Übrigen mal aus. Und zwar geht Cutlets ins linke Mittelfeld. Und Platte kommt für Lecky rein. Und Passler kommt für Klostermann. Denn Klostermann ist einfach verdammt kaputt. Und Angel Di Maria kommt rein. Heißt, die PSGer werden offensiver, da Verratti den Platz verlässt. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist für uns. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt mal was, was wir noch nie hatten. Und zwar Václav Cutlets über das linke Mittelfeld. Auch mal nicht verkehrt. Aber vor dem habe ich so ein bisschen Angst. Vor Angel Di Maria. Wieder so ein Fehler. Und der erste Abschluss, glaube ich, von Paris Saint-Germain, glaube ich, war jetzt auch nicht so gefährlich. Oh, verdammt. Lavezzi. Boah, Alter, jetzt machen sie echt ein bisschen Druck. Die Pariser, ich weiß gar nicht, die Spieler von Paris Saint-Germain. Und Lukas mit der Flanke kommt schon auf. Boah, stark. Das hätte nicht passieren dürfen. War ein schönes Tor vom Pastor. Aber wie zur Hölle kam das zustande? Da hat man den Ball und Weigel. Der Ball prallt irgendwie einfach von seinem Fuß ab. Und der nimmt den dann einfach easy. Und für Reda ist dann nicht zu halten. Och nee. Das ist verdammt ärgerlich. Also das fuckt mich ein bisschen ab. Ja, man sieht das gerade im Aussage, weil ich was geändert habe. Aber im Aufnahmeprogramm. Aber 87. Minute ist so undankbar. Und die haben nicht mal Ibrahimovic drauf. Oh, Kacke. Watzlauf. Cutlets. Komm schon. Oh, Mann. Gute Aktion von Cutlets. Schade. Die Ecke da steht. Platte. Oh, Mann. Das kann nicht sein. Komm schon. So unglücklich gerade, ne? So verdammt unglücklich, Mann. Und das war's. Paris Saint-Germain gewinnt 0-1. Das ist verdammt unglücklich, weil es wie gesagt noch ein Rückspiel gibt und wir jetzt ein Problem haben. Das ausgerechnet in der 87. Spielminute. Alter, gibt ja viele Highlights in diesem Spiel. Aber die zweite Halbzeit war im Vergleich zur ersten echt spannend. Und ganz im Ernst, wenn man so die Statistik sieht, waren wir echt besser. Also vor allem wegen den Schüssen, weißt du? Boah, das nervt. Also das nervt verdammt. Oh, ist das ärgerlich. Ich fand unsere Verteidigung gar nicht so kacke. Jetzt mal ehrlich. Also wenn ihr, das verstehe ich wieder nicht, die Bewertung. Man hat einfach gesehen, ne, dass die, ich sag mal, die Pariser beziehungsweise die Spieler von Paris Saint-Germain kaum Chancen hatten. Und trotzdem ist die Verteidigung so schlecht bewertet. Das ist ein bisschen lächerlich, finde ich.
Weigel war natürlich in dem Zeitpunkt extrem unglücklich, obwohl ich eigentlich fand, dass der bis dahin ein sehr gutes Spiel gemacht hat, beziehungsweise ein gutes. Jetzt, das ist verdammt Abfuck. Ja, das nervt unfassbar. Jetzt mal eben kurz schauen, Bayern hat auch 2-1 gewonnen. Heißt, naja, die haben natürlich auch noch das Rückspiel und ein Tor heimkassiert. Aber natürlich haben die uns einiges voraus. Und das Witzigste ist, dass Zlatan Ibrahimovic nicht mal drauf gekommen ist. Ich frage mich mittlerweile, ob der vielleicht zu alt für Paris dann schon mal ist oder zu schlecht. Naja, weiß man gerade nicht, ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der zweiten Partie gegen Werder Bremen. Wir befinden uns hier im Weserstadion und die Kommentatoren sind nicht Wolf Fuß und Frank Buschmann. Nachdem wir gerade ziemlich unglücklich, sage ich mal, gegen Paris dann schon mal gespielt haben, spielen wir jetzt in der Bundesliga gegen Werder Bremen. Wir sehen gerade, dass wir der Verfolger des Ersten sind, denn wir sind Zweiter. Gut, uns als Verfolger zu betiteln, ist trotzdem so eine Sache, finde ich. Und Werder Bremen, ganz spannend, die haben Lord Bentner gekauft, also die haben Niklas Bentner im Kader, haben die uns ja abgekauft, ich glaube für 5,5 Millionen oder so. Und man sieht halt einfach, dass wir einer der besten Vereine in der Abwehr sind. Da muss ich auch wirklich sagen, wir sind echt ziemlich gut in der Abwehr. Mit Hoffmann und Rüdiger haben wir echt mittlerweile dann ein Innenverteidiger-Duo, die unfassbar stark miteinander agieren. Natürlich haben wir Rüdiger noch nicht so lange, wir standen davor auch ganz gut, aber Rüdiger und Hoffmann, die sind stark zusammen. Und Bentner spielt tatsächlich nicht. Gut, hat sich ja gelohnt für den zu wechseln. Aber trotzdem, ich spiele mit der Raute, allerdings nicht die Breite, sondern einfach nur Raute. Und natürlich hat Werder Bremen eine schlechte Aufstellung. Pizarro spielt aber anscheinend keine Rolle mehr und wir spielen mit derselben Aufstellung, bis auf Schobesberger, Wolze rotiert wieder rein, wie gegen Paris Saint-Germain. Wolze einfach nur, weil ich mag Wolze. Und dann wieder verlängert und so. Aber ist gar nicht verkehrt, Serge Gnabry. Sind wir hier und da sehen wir Johansson, könnte das sein, aber ich weiß es nicht ganz genau. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch mal direkt an mit dem Spiel. Und jetzt will ich auch mal mehr Tore von uns sehen. So, erster Abschluss von uns war okay, würde ich sagen. Alter, der war gar nicht schlecht. Krass. Und nicht schon wieder. Boah, Alter. Oh mein Gott, jetzt auch mal ein bisschen mehr aufpassen hier. So, Grilic. Starker Pass. Boah, da haben wir Glück. Oh, Alter, der sitzt. Oh mein Gott, der Cutlets ist so ein Monster, wenn man mit ihm schießt. Ne? Ich wollte jetzt gerade sagen, Monster vor dem Tor. Aber der stand ja nicht mal vor dem Tor. Ey, der Junge. Alter, finde ich. Ich habe einfach mal gedacht, ich schieß einfach mal. Und der macht den rein. Schön um Westergaard rum und zack ins lange Eck. Das war stark. Also der schließt schon stark ab. Ja, manchmal braucht man halt sowas, wenn man es nicht unbedingt schafft, genau vors Tor zu kommen. Dann braucht man halt auch mal sowas. Aber der war verdammt stark. Oh nein, jetzt ist so aufpassen, dass er stark gespielt. Wanderson und macht den direkt rein. Das war sowas von gut gespielt von Werder Bremen, ne? Das war richtig, richtig eine richtig gute Kombination. Ja, Werder Bremen, danke, dass du drauf zeigst. Das war unfassbar gut gespielt, ey. Da kam hier wenig mit. Also irgendwie war das unfassbar starkes Passspiel, was Werder Bremen bekommt, aber nicht PSG. Und da kann Reda auch nichts machen. Verdammt. Scheiße. Da wollen sie zu viel stark gemacht. Das ist einfach mal abschließen. Und der sitzt. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Werder Bremen hat übrigens Bentner reingebracht. Und holy shit. Ich bin jetzt überrascht, okay, solche Tore passieren mal in FIFA, aber ich habe zu dem Zeitpunkt nicht damit gerechnet. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Ja, mein Mauszeiger ist wieder. Da stand der Wiedwald wohl ein bisschen weit vorne. Ach du Scheiße. Sorry, aber ich für euch ist das vielleicht ein normales Tor, aber ich habe damit überhaupt nicht gerechnet gerade. Bentner kam also direkt nach der Halbzeit für Wanderson rein, nur mal kurz so, aber ach du Kacke. 2-1 für uns, sehr schön. Gnabry, der war schon ziemlich im Arsch. Aua. War ein ganz schön böses Foul. Muss sein, der ist ein bisschen im Arsch, deswegen wechseln wir den jetzt auch mal aus. Ich mache das jetzt nochmal in dem Screen hier. Und nun dafür Younes rein. Wir haben Miguel gar nicht dabei. Ups. Aber ach du Scheiße, das war, glaube ich, ein echt schmerzhaftes Foul. Kedira holen wir im Übrigen auch noch direkt rein. Das, nehme ich an, hat sehr, sehr weh getan. Den Santiago Garcia. Und Doriax haut einfach mal drauf. Der ist gar nicht so verkehrt. Schade. Komm schon.
Einfach mal nochmal sowas versuchen. Aber das war gar nicht verkehrt. Also die Abschlüsse sind heute echt nicht schlecht. Ich sollte mich öfter mal trauen zu schießen. Boah, perfekt. Oh mein Gott, war der gut. Nein, komm schon. Nein, oh Mann. Verdammt. Wir wechseln jetzt im Übrigen mal aus, denn Weigel ist richtig im Eimer. Und deswegen kommt jetzt Paslak auf die zentrale defensive Mittelfeldspielerposition. Und Lukimia kommt für Busch. Ich weiß gerade gar nicht, was das zu bedeuten hat, denn Lukimia ist eigentlich Rechtsverteidiger. Quatsch, Innenverteidiger Busch, Rechtsverteidiger, vielleicht jetzt auf eine Dreier-Innenverteidigung oder so weiter Bremen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, bei uns kommt Paslak als ZDM mal rein. Stark. Stark. Komm schon. Oh, es war abseits, ey. Boah. Und Paslak? Ja, der war okay. Alter, jetzt hau den Ball weg. Wir gewinnen 2:1 gegen Werder Bremen, beziehungsweise 1:2 für den MSV Duisburg. Puh, sehr stark. Also, waren coole Abschlüsse, muss ich sagen. Also die beiden Tore von uns, die waren geil. Vor allem das von Dorax. Ich hab mich sowas von geflasht. Ich weiß gar nicht warum. Und mein Gott, das war schon nice. Also wenn man auch sehen kann, war es eigentlich verdient. Werder Bremen hat am Ende nochmal ein paar Slapstick-Einlagen, beziehungsweise wir kamen irgendwie aus der Verteidigung nicht raus, keine Ahnung. Und ich fand eigentlich, dass es ein ganz schönes Spiel war. Die haben nicht auf... Kimi hat dann echt Rechtsverteidiger gespielt? Die haben sie auch nicht mehr alle. Ich hoffe, das war nicht ehrlich ihre Aufstellung, weil wenn Bentner tatsächlich im linken Angriff gespielt hat, beziehungsweise linker Flügel, haben wir den echt für den falschen Zweck gekauft. Also, das kann man echt nicht anders sagen. So, und dann hier beenden wir dann im Weserstadion die Folge. Und falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ich freue mich über jegliche Art von Unterstützung, wie zum Beispiel einen Kommentar, wie vorhin schon gesagt. Natürlich einen Daumen nach oben, Kommentar und natürlich auch, wenn ihr das Video teilen würdet, beziehungsweise euren Freunden zeigen würde. Das wäre voll lieb und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge von FIFA 16 mit mir, euren Doreax. Ciao. War die falsche Taste.